So Leute, ich bin's der Markus vom Kanal GameCorp und heute spiele ich mal wieder das Modern Combat 5 Durchladen-Event mit der WoSQ 4. Und ja, schauen wir einfach mal, wie gut das Ganze klappt. Das letzte Mal habe ich ja mit der AR34 gespielt und ich weiß gar nicht mal, wie gut das Ganze geklappt hat, aber ich glaube, das war ganz in Ordnung und upsala, tut mir leid. Und ja, heute, also in diesem Durchladen-Event für die Leute, die nicht wissen, was dieses Durchladen-Event ist, da geht es einfach darum, dass jeder mit denselben Waffen spielt und zwar in diesem Fall mit der WoSQ 4 Pro und ja, mit der Rattigan Pro, so wie bei jedem Durchladen-Event irgendwie. Und ja, ich finde immer noch, dass dieses Event ganz gut ist, um die Bounty Hunter Waffen ein bisschen auszuprobieren, kennenlernen zu können. Das nächste Mal nach dieser Waffe hier ist die, wie heißt, ER-15 dran. Das ist diese komische Blasterkanone. Gefällt mir ziemlich gut, die Waffe. Mal schauen, ob ich das Event dann auch ein paar Mal spielen werde. Und der war ja gerade ziemlich schnell unterwegs. Ich hoffe, dass es kein Hacker oder sowas ist. Nee, 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 wird schon kein Hacker sein. Und ja, 2 Kills habe ich jetzt schon. Nur noch zu 14 wir in dieser Lobby. Das ist genau wie in diesen normalen jeder gegen jeden Lobbys, dass einfach keine Leute mehr drin sind. Jedenfalls fast keine. Na, jedenfalls in den Lobbys, in die ich reinkomme, sind kaum noch Leute drin. Keine Ahnung, ob das in anderen Lobbys anders ist. Aber ich denke, die meisten Lobbys sind fast leer. Ist ein bisschen kacke und das ist, glaube ich, einer mit einer normalen Heavy-Rüstung. Also, ich glaube, die normale Heavy-Rüstung sieht so aus. Ich habe jetzt mal den Helm aufgezogen, mit dem ich mehr Munition habe im Jeder gegen jeden Modus. Würde mich echt interessieren, ob ich jetzt wirklich auch mehr Munition hier mit der Waffe habe. Ich weiß gar nicht, ob man von Anfang an 52 Schuss hat mit der Waffe. Kann eigentlich echt sein, dass ich jetzt mehr Munition habe mit der Waffe durch die Anubis-Maske, so heißt sie. Und ja, würde mich echt interessieren, denn ich habe auch die Tarnung, die ich auf meiner Uvia drauf hatte, jetzt auf dieser Waffe. Und zwar meine Lieblingstarnung zurzeit, diese grüne hier. Die ist einfach meine Lieblingstarnung, weil man die so gut sieht und sie relativ auffällig ist. Und ja, ist auf jeden Fall besser als die normale goldene Tarnung. Und oh, da habe ich beide bekommen, obwohl ich den einen gar nicht richtig getroffen hatte. Vielleicht streut die Waffe nur so arg. Und, ach komm, stirb. Ah, da ist noch ein Gegner. Zum Glück läuft man so schnell mit der Waffe, also das gefällt mir auf jeden Fall gut. Das habe ich auch schon bei der einen Waffenvorstellung da gemacht, beziehungsweise bei dem Gameplay habe ich das auch schon gesagt, wo ich die Waffe hier gespielt hatte, dass es mir so gut gefällt, dass man mit der Waffe so schnell läuft und die Nachladeanimation gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ich wurde da beschossen. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, wie ich da jetzt rangehe. Stirb. Okay. Ah, okay. Ja, doch, ich spiele auf jeden Fall hier wie mit der alten Klasse, weil ich jetzt die Sturmeinheit-Fähigkeit einsetzen kann, dass ich jetzt mehr Schaden hier mache. Was anscheinend nicht so funktioniert. Also was ich an der Waffe sehr kritisiere, ist echt der Schaden. Der ist mir viel zu gering, aber zum Glück spielt ja jeder mit der WoSQ. Also ja, ist das dann kein Problem. Ich spiele die WoSQ nicht so gerne im normalen Spielmodus, weil wenn da einer mit der PR39 ankommt, egal wie gut du das, egal was für ein Aim du hast, du wirst auf jeden Fall ein paar Mal sterben, wenn du gegen ganz normale Gegner spielst. Weil die Waffe einfach einen sehr, sehr geringen Schaden hat. Und ich meine, ja, da spiele ich dann doch lieber mit einem Sturmgewehr, das einen akzeptablen Schaden hat oder sowas. Und nicht mit der WoSQ 4. Und außerdem gefällt mir der Sound von der WoSQ 4 auch nicht so gut. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, den viele andere hatten. Mann, Mann, Mann. Es ist echt schlimm, wenn man von mehreren Seiten beschossen wird mit einer Waffe, die nicht viel Schaden macht. Da muss man sich echt Zeit nehmen für einen Gegner. Und wenn dann zwei Gegner da sind, dann ist es ja ein bisschen kacke, würde ich sagen. Es ist immer noch diese Weihnachts- und Neujahrsdekoration. Ich würde mich echt mal interessieren, wie lange die noch da bleibt und wann die weggeht. Und was auch noch ganz witzig ist, jetzt hier in diesem Durchladen-Event, dass alle Gegner so recht schnell laufen. Und du natürlich auch. Man läuft selber natürlich schnell, habe ich ja auch schon angesprochen. Und es ist relativ witzig, da zu versuchen, die Gegner zu treffen. Der stand jetzt nur rum, aber wenn da jetzt ein paar Gegner sein würden, die richtig viel Butterflyen, dann wäre das, denke ich mal, recht interessant, da zu versuchen, einen zu treffen. Na, okay. Der hat mich jetzt relativ schnell bekommen, ein Level 109er, okay. In diesen Durchladen-Events sind eigentlich eh immer nur recht, ja, recht hochlevelige Gegner. Komm, stirb doch einfach. Mann, Mann, Mann. Oh. Ups. Jetzt habe ich ihm tot auch irgendwie eine Granate geworfen. War nicht so mein Plan, aber jetzt weiß ich, wie die Leute das immer hinbekommen, ihm tot eine Granate zu werfen. Ja, ja. Was will man machen? Komm, komm, komm. Ah Mann, der läuft immer genau dann los, wenn ich ihn beschieße. So, Granate. Okay, hat nichts gebracht. Vielleicht hat sie mir ein bisschen was abgezogen, aber auf jeden Fall ist er nicht gestorben. Mann! Alter! Ich komme damit nicht so klar, dass sie so schnell laufen, Mann.
ist ja schlimm. Jetzt versuche ich von hinten zu kommen. Ich hätte vielleicht doch den Aufklärer nehmen sollen, mit dem ich von hinten mehr Schaden mache. Ich weiß nicht, ob ich dann mehr Schaden machen würde mit der Wosk 4 von hinten, weil das ist ja eigentlich keine MP, sondern eine experimentelle Waffe. Deswegen weiß ich nicht, ob die dazugezählt werden. Nice, habt ihr den gerade gesehen? Er wirft die Granate einfach vor sich auf den Boden, anstatt sie wenigstens auf mich zu werfen oder so. Aber nein, er muss ja selbst noch machen. Und ja, den habe ich auch. Der hatte die Christmas Maske auf. Nee, halt. Christmas Mütze, die Weihnachtsmütze auf. Keine Ahnung, was die macht. Ich glaube, ich habe die auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die schon habe. Auf jeden Fall habe ich ein paar Weihnachtsmann-Tarnung-Sachen. Aber keine Ahnung, ob ich die Mütze habe. Oh, jetzt wurde ich von hinten wieder geholt. Mann, 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 von so einem Araber. Aber was ich gut finde bei diesem Event, dass jeder die gleichen Chancen hat. Und ich meine, mit so wenigen Gegnern und dann doch einem Schwitzer drin, der aber, glaube ich, nee, der ist nicht rausgegangen. Der hat aber 7 zu 12 mit Level 102. Da würde ich mir echt mal überlegen, ob der irgendwas falsch macht. Jetzt der Jesur-Typ da schmeißt anscheinend nur Granaten und spielt mit der Rathog. Die Wosk 4 ist wohl nicht so seine Waffe. Da habe ich noch einen Kill gemacht. 22 zu 4. Echt kein guter Score, aber naja, was will man machen? Keine so vielen Gegner drin, aber es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, euch hat es auch mal wieder Spaß gemacht. Lasst mir mal eine Bewertung da, ein Abo wäre auch nice. Und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde. Ciao!